Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Kanzler ist schon weg. Ich frage mich, Polen ist jetzt wieder im Herzen Europas zurück, aber es war doch auch vorher, vor der neuen Regierung, nicht Hunderttausende von Kilometern entfernt von Europa, genauso wenig wie die Ukraine und genauso wenig wie Russland, like it or not. Ja? Und noch dazu, für 12 Milliarden aus Brüssel hätte ich Ihnen noch viel mehr erzählt, noch was ganz anderes. Ja? Was ist das großartige Beitrittsversprechen wert? Liebe ukrainische, liebe unschuldige ukrainische Bevölkerung und liebe weniger unschuldige ukrainische Regierung, wie kommen Sie darauf, dass Brüssel und Berlin es ernster meinen könnte mit den Beitrags- und Beitrittsversprechungen für die Ukraine als mit dem Minsker Abkommen schon? Das Minsker Abkommen hat doch die Realpolitikbereitschaft und Seriosität hinreichend unter Beweis gestellt und auch gleich als Erwartungshaltung für die anderen Beitrittskandidaten Balkan 6 plus Georgien und andere, dass Europa hinter dem Ural auch nicht vergessen, ja, die Erweiterungsfreude und Wütigkeit ist ja unübertroffen. Sie treten ein, Sie wollen eintreten in eine EU, die ihren Ursprung, ihre Landwirtschaft kaputt macht. Sie treten ein in eine EU, die ihre Industrie kaputt macht. Sie treten ein in eine EU ohne Grenzschutz, in eine EU, die kein Migrationsmanagement kennt, was diese Bezeichnung verdienen würde, keine Bildungspolitik, die diese Bezeichnung verdient. Sie treten ein in eine Titanic und man könnte Ihnen im Fall des Falles auch nur zum letzten Ticket auf der Titanic gratulieren. Also kehren Sie ab von diesem Versprechen, was ohnehin nicht wirklich eingehalten werden wird. Und für den deutschen Steuerzahler gilt bei dieser ganzen Betrachtung, es liegen ja, es wurde schon gesagt, 130 Milliarden allein mit dem Ukraine-Beitritt im Raum. Man muss jetzt schon konstatieren, dass 240 Euro netto im Monat bzw. im Jahr für die EU, das hört sich ja gar nicht mal so viel an, für den deutschen Steuerzahler. Es kommen hinzu die Migrationskosten von mindestens 600 Euro und es kommt hinzu auch die Kosten der Sanktionen. Wir sind hier bei 3.000 Euro Kosten der EU für die Altmitglieder, die sich dadurch noch erhöhen werden. Und was heißt das für die Neumitglieder? Sie können sich's ausrechnen. Ja? Also diese 3.000 Euro führen dann dazu, dass unsere Steuerzahler-Gedenktagsgeschichte, das Datum, was diesmal auch wieder in die Mitte des Juli fällt, durch diese zusätzlichen 3.000 Euro Kosten auf den August springen. Ja? Also 8 Monate dürfen Sie für den deutschen Staat und für die EU und für alles, was da dran hängt, arbeiten, liebe Steuerzahler. Ja? Und ich kann auch nur sagen, mit Heinrich von Kleist und mit dem Prinzen von Homburg in den Staub, nicht mit den Feinden Brandenburg, nicht nur mit denen, sondern in den Staub mit den Feinden des deutschen Steuerzahlers. Egal, Sie welche kommen zum Ende, bitte. Dankeschön. Christoph Meyer hat das Wort für die FDP-Fraktion.